Hi zusammen, heute habe ich für euch ein schönes sommerliches Gesteck vorbereitet. Das würde ich euch sehr gerne zeigen, wie das geht, und ihr braucht dafür so circa 20 Minuten. Viel Spaß! So, ich habe jetzt den Draht hier abgewickelt. Einfach ganz wild, das ist ganz egal. Einfach erstmal zusammenknödeln und dann kann man sich das so ein bisschen ziehen. Das Ziel ist nämlich, dass man das nachher hier drum wickelt. Ihr braucht dafür circa anderthalb. Ich habe jetzt hier zwei. Eine halbe Rolle müsst ihr vielleicht noch abwickeln oder auch eine ganze, je nachdem wie dicht es sein soll. Und dann werden die beiden verbunden und hier einmal drum gewickelt. So, ich habe jetzt das Drahtgewurstel hier drum gewurstelt und jetzt kommen hier die Kräuter rein und zwischendrin. Ich habe hier einmal Thymian und Rosmarin habe ich auch mit dabei. Der ist ein bisschen groß, aber den können wir uns schneiden. Und es wird jetzt einfach hier ein bisschen mit eingewebt, sodass man nachher den Draht nicht mehr so arg sieht. So, ich habe jetzt hier das Grüne, also die Kräuter und den Asparagus so ein bisschen hier reingewebt. Einfach, dass man den Draht nicht mehr ganz so sieht. Hier und da kann man ihn ruhig mal sehen. Deswegen habe ich auch den Grün gewählt. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Genau, und jetzt stecken wir noch die Blumen hier oben rein und dann sind wir auch schon fertig.